Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Crafty Disney Girl. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Heute habe ich für mein nächstes Layout von Echo Park die Capture Life Kollektion bei Alison Craft benutzt. Und zwar habe ich hier dieses Papier, was auf der einen Seite eben dieses extreme Pink ist. Das nennt sich Capture Today. Und auf der Rückseite hat es eben diese Holzoptik mit den diagonalen Streifen, die als Pfeil zusammenlaufen. Ich habe es auch für diese Seite mir ausgesucht. Im Laufe des Videos fixt mich die andere Seite aber immer mal wieder so ein bisschen an. Ich habe zu dieser Kollektion den Stickerbogen und die 4x6 und 3x4-Inch Journaling-Cards. Da habe ich mir hier auch diese eine rausgesucht und mir mit einem kleinen Bastelskalpell das Fähnchen so rausgeschnitten, dass ich da mein Foto, was ich glaube, es ist ein bisschen kleiner als 3x4 in dem Dreh, 4x4-Inch, einstecken kann. Aus den zwei großen 4x6-Inch-Karten habe ich mir die Kreise ausgeschnitten und dann habe ich noch ein paar 3x4-Inch-Karten mir zurechtgelegt, die ich anstelle von Papier eben nutzen möchte. Als erstes beginne ich damit mein Foto auf hellblauem Tonpapier aufzukleben, damit ich so einen ganz leichten Rand habe. Und ja, hier muss ich noch mal ein bisschen nachschneiden, weil das nicht ganz gerade für mich aussah. Und das klebe ich dann als nächstes auf meiner Journaling Card auf, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Was ich eben gesagt hatte, ich habe dieses kleine Fähnchen ausgeschnitten und die Karte kommt dann auch nochmal auf hellblauem Tonpapier aufgeklebt. Einfach damit sich das Ganze so ein bisschen voneinander trennt, da die Muster doch alle sehr ja, extrem sind, sage ich mal so zusammen. Also das Hintergrundpapier hat ja schon viele Muster vertreten und jetzt bringe ich auch noch Herzen mit Pünktchen dazu und das sind auch sehr viele verschiedene Farben. Alles im einen gefällt es mir super, aber da musste halt etwas her, um ein bisschen Kontrast zu schaffen. Ja, hier zeige ich euch gerade, dass ich meinen Trimmer zerstört habe. Also er funktioniert noch, aber die Halterung von dem Schneide- und Falzmesser, die sind abgebrochen irgendwann mal. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und dementsprechend fallen die leicht raus, wenn man dieses Lineal hoch und runter klappt. Ja, hier versuche ich gerade nochmal mir ein Layout mit dem pinken Hintergrund irgendwie schön zu reden. Entscheide mich aber dagegen und nutze die Holzseite. Ja, wie gesagt, ich habe fast kein Papier aus der Kollektion und weil ich mit einer Kollektion als solches aber arbeiten wollte, habe ich auf die Journaling-Cards zurückgegriffen und mich dazu entschieden, mit zwei identischen Karten quasi die Optik eines 6x6-Inch-Papiers irgendwie zu zaubern. Und dadurch, dass das eben ein geometrisches Muster ist, kann man das auch ganz gut zusammensetzen. Es ist nur ein ganz leichter Überhang dann eben an der aktuell unteren Kante, aber den schneide ich dann einfach mit meinem Papierschneider ab und dann fällt es auch gar nicht auf, dass das eigentlich mal zwei Karten statt einem Bogen Papier waren. Ja, wie ihr jetzt schon seht, so ein bisschen geht dieser Orangeton auf dem Hintergrund verloren, deswegen schaue ich, wie ich hier nochmal Papier einfügen kann, dass sich das Ganze ein bisschen absetzt, aber meine ausgewählten Kärtchen, die gefallen mir alle nicht so richtig, deswegen lege ich die auch so ziemlich alle wieder beiseite. Ich gehe nochmal die großen Karten durch, aber auch hier sagt mir nichts so richtig zu. Ich versuche es mit diesem türkisen Papier, aber auch das ist mir irgendwie zu wenig, was drumherum zu sehen ist. Und ja, entscheide mich also im Endeffekt auch gegen diese Karte und bin wieder bei dieser schwarzen Karte mit dem Pluszeichen angekommen. Der dunkle Farbton gefällt mir sehr, deswegen habe ich hier von We Are Memory Keeper ein 6x6-Inch
Block rausgesucht, der nennt sich Chalkboard. Und da sind diese schwarzen Papiere drin. Einmal halt schwarzer Hintergrund, der so ein bisschen kreidemäßig noch aussieht. Und ein schwarzer Hintergrund mit weißen oder kreidefarbenen Blüten drauf. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, welches ich eher nutzen möchte. Ich fand das mit den Blumen eigentlich auch ganz cool. Macht das Ganze aber sehr unruhig, weil halt schon so viele Muster vorhanden sind. Deswegen entscheide ich mich für das unifarbene Papier. Und man sieht gleich, wie das Foto mit den beiden Karten als Hintergrundpapier nochmal so richtig schön vom Hintergrund sich eben abheben. Genau das, was ich eben damit bezwecken wollte. Ja, und jetzt teste ich hier aus, wie ich meine vorselektierten Embellishments und Die-Cuts eben nutzen kann. Auch hier habe ich mal wieder ein paar Label mir rausgesucht gehabt, die mich aber tatsächlich diesmal nicht überzeugen und die ich daher nicht verwenden werde. Was ich weiß, ist, dass mein Foto eben schon an der richtigen Stelle positioniert ist. Deswegen klebe ich das auch gleich fest. Das hilft mir immer weiter, wenn ich bei einer Sache wirklich sicher bin, dass sie dahin soll, die sofort auch festzukleben, weil im schlechtesten Fall verschiebe ich das doch irgendwie wieder und bekomme das nicht gleich mit und krieg's dann nicht mehr so hin, wie es mir eigentlich gefallen hatte. Ja, Capture Life und Good Times habe ich, wie gesagt, aus zwei 4x6-Inch Journaling Cards mir ausgeschnitten und die habe ich jetzt beide so positioniert, dass quasi die Fotoecken in so eine quasi, ich sag mal, Treppe reinragen, wo eben die Wörter jeweils ja, so stehen. Also Capture Live, das Live ist ja unter dem Capture und davor ist so ein Stück Platz und da passt genau wie so eine Treppenstufe meine obere rechte Foto Ecke eben rein. Und genauso unten links mit dem Good Times. Für oben habe ich ein Die-Cut-Teil aus einer Rosie Studio Kollektion. Da steht Smiling, Laughing, Loving, Being drauf. So habe ich meine drei Kreiselemente, die in jeweils einem Embellishment-Cluster vorkommen. Und ja, die großen Kreise klebe ich schon mal fest, weil ich weiß, dass die genauso bleiben sollen. Und schaue jetzt in meinem Wikibooten-Stickerbuch nochmal nach ein paar weiteren Stickern, die ich verwenden kann. Das Wikibooten-Stickerbuch habe ich ausgesucht, weil eben die Farben ziemlich perfekt zu der Kollektion passen. Hier entscheide ich mich auch für diesen pinken Kreissticker noch, um den als Hintergrund für mein drittes Cluster zu nutzen. Dann finde ich hier noch einen gelben Label-Sticker, um noch ein bisschen mehr Gelb in das obere rechte Cluster einzubinden. Hier finde ich dann noch einen türkisfarbenen Sticker mit der Aufschrift Life is good und einen schwarzen Banner mit Happiness als Aufschrift. Ja, dann fange ich auch erstmal an, meine jetzt vorselektierten Teile aufzukleben und den schwarz-weißen Kreis, den werde ich noch mit ein bisschen Mussgummi versehen, damit ich hier ein bisschen Tiefeneffekt eben erzeuge. Aktuell ist nämlich alles auf meinem Layout flach aufgeklebt. Ja, den Kreis bringe ich dann wie gesagt auf dem pinken Sticker auf und schneide von der Rückseite her den Überhang ab.
So kriegt man am ehesten eine gerade Linie geschnitten. Zumindest empfinde ich das so. Einfacher, als wenn man eben von der Vorderseite das schneiden würde, weil man so sieht, wo die Papierkante ist. Ja, den Happiness-Banner möchte ich grundsätzlich oben in diesem Cluster nutzen. Hat mich aber noch nicht ganz so überzeugt, da hat noch was gefehlt, deswegen habe ich das mal beiseite getan und wende mich jetzt diesen kleinen Herzstickern aus der EcoPack-Kollektion zu. Und siehe da, jetzt habe ich schon etwas gefunden, womit ich meinen schwarzen Banner eben besser positionieren kann. Ich habe mich für den schwarzen Sticker oben entschieden, da bisher in Anführungszeichen nur dieser Kreis schwarze Elemente drin hat. Das Foto ist aber an sich sehr dunkel und das Ganze ist dann auch noch auf einem schwarzen Papier aufgeklebt, sodass ich fand, dass für diese beiden Cluster ums Foto herum quasi genügend schwarze Elemente in der Nähe sind. Und deswegen sollte dann eben oben noch mal ein bisschen mehr Schwarz eingefügt werden. Ja, meine Die-Cut-Pieces, die ihr da seht, die benutze ich tatsächlich gar nicht und habe mich jetzt wieder meinem Stickerbuch zugewandt und suche jetzt hier noch drei verschiedenfarbige Pfeile raus. Jeweils wieder in Farben, die in dem Layout eben vorkommen und in den jeweiligen Clustern gegebenenfalls noch nicht ausreichend vertreten sind. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit diesen Herzstickern. Und weil mir das immer noch nicht ausreicht, jetzt die Herzen und Pfeile aufgeklebt zu haben, blätter ich das Stickerbuch nochmal von vorne durch, finde hier noch einen kleinen Sticker, den ich eben oben aufklebe, finde noch zwei Schmetterlingssticker, die ich auch in meine Cluster aufklebe. Und wie ihr nachher bei den Standbildern seht, habe ich noch einen dritten Schmetterling von irgendwo aus diesem Stickerbuch hergezaubert, damit ich in jedem Cluster eben einen Schmetterling drin habe. Wahrscheinlich ist es genau von dieser Seite, die man da gerade noch gesehen hat. Das war ein klares Sticker und da war auch so ein pinker Schmetterling bei. Ja, als letztes gehe ich nun noch meine Enamel Dots durch und da entscheide ich mich relativ schnell für weiße, glitzernde Enamel Dots. Einfach um nochmal wieder so ein bisschen hellen Farbton mit reinzubringen und das Glitzer als eine andere Textur quasi. Das war's dann auch schon mit meinem Layout für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen und dann bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!